Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich. Und unser SK Sturm hat heute eine ganz ärgerliche, bittere Pille schlucken müssen. 1:2. Und man muss sich an den Kopf fassen, wenn man die heutige Partie betrachtet. Das war eigentlich von Anfang bis Ende, abgesehen von den ersten 10 Minuten in beiden Halbzeiten, ganz wenig von den Blackies, was angeboten worden ist. Also gerade in der Offensive sehr ideenlos das Ganze. Und ja, die Altacher, die haben am Schluss, wissen wahrscheinlich auch selber nicht wie, da irgendwie tatsächlich noch den Sieg eingefahren. Und ja, für uns, ich glaube, es ist sogar die erste Niederlage gegen Altach zu Hause überhaupt, was ich mich erinnere. Aber für uns ist das Ganze ja schon sehr peinlich. Gehen wir das Spiel kurz durch. Super begonnen. 4. Minute, Steilpass auf Jakob Janscher, der zieht allein aufs Tor und zack ist er drin. 1:0 für unsere Blackies. Die Laune war gut, die Stimmung war gut im Stadion und ja, ab diesem Zeitpunkt, ab dem frühen 1:0, wo wirklich alle noch euphorisiert wurden, da war es dann vorbei. Also da ist dann Alltag eigentlich auch schon zu diesem Zeitpunkt immer besser ins Spiel gekommen. Es kamen auf beiden Seiten keine wirklich vernünftigen Torchancen raus. Im ersten Durchgang Schuss drüber, Schuss abgeblockt, das ging eigentlich immer wieder so. Und ja, mit Vorteil der ersten Halbzeit kam immer Alltag mehr auf. Also die hatten mehr Ballbesitz. Hat mich persönlich auch sehr gestört, dass wir da sehr passiv in dieser Phase waren und uns tief haben reindrücken lassen, zwischenzeitlich. Und eben auch in der Offensive, in den Umschaltmomenten, wo man vielleicht hätte kontern können, war man ja viel zu statisch, viel zu langsam in der Vorwärtsbewegung und ja, da braucht man sich da nicht wundern, wenn da nicht wirklich was rauskommt. Trotzdem ging es mit dem 1:0 in die Kabine. Sturm war eben zu dem Zeitpunkt mehr im Verwaltungsmodus. Im zweiten Durchgang, die Black ist auch wieder besser rausgekommen, hatte ich für meinen Teil zumindest das Gefühl. Also man hatte schon die ersten Abschlüsse. Ich glaube, Hierländer war da zweimal mit dem Kopf relativ präsent. Dazwischen gab es eine Alltagschance zuvor und ja, danach dann wieder eine gefährliche Chance der Alltag über die rechte Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stange oder sie Handel den Ball irgendwie noch rausgeboxt hat. Auf jeden Fall war auch diese Möglichkeit recht gefährlich, noch bei den Altachern. Trotzdem in Summe doch das Ganze ausgeglichen. Nach einer Stunde dann der Paukenschlag, der Ausgleich für die Altacher. Die setzen sich durch auf der linken Seite von den Altachern aus gesehen. Querpass in die Mitte, dann auf einmal steht Gebauer richtig, ja, und trifft eben dann zum 1:1. Sturm hat ein bisschen drum gebettelt. Es gab auch schon Minuten zuvor eine gute Szene wieder in der Altacher Offensive und von Sturm kam einfach in der Phase viel zu wenig. Nochmal, um das an der Stelle zu betonen. Ja, danach das Ganze eigentlich schon abgeebbt. Also man hatte schon so irgendwie das Gefühl, okay, es riecht nach Unentschieden. Danach hatte aber der eingewechselte Markus Pink noch eine Riesenchance für Sturm. Bekommt den Ball völlig freistehend vor die Füße und setzt ihn dann hauchdünn daneben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es nach einer Ecke oder Freistoß war. Auf jeden Fall das zu dem Zeitpunkt die beste Möglichkeit im zweiten Durchgang. Kirill Despodov hat wenig später nach einem Solo dann auch die Möglichkeit, setzt den Ball aber auch drüber. Und ja, bei Sturm fehlt natürlich dann auch das Bändchen Glück an der Stelle. Man hat aber dann tatsächlich in der letzten Minute der Nachspielzeit beinhart sich nochmal den Ausgleichstreffer, den Siegestreffer der Altacher eingefangen und ja, aus dem Nichts eigentlich auch, muss man sagen, kommt der Ball im 16er Sturm in der Aktion ja ein bisschen in Nöten, muss man sagen, man kriegt den Ball einfach nicht weg. Altach bekommt den Ball im 16er auch mal vor die Füße. Sidney Sam, ehemaliger Spieler aus der deutschen Bundesliga, haut den halt dann rein. Und ja, wenn du Scheiße am Stiefel hast, dann hast du Scheiße am Stiefel, hat mal ein Sportler gesagt. Also, der Ball war drin, das Spiel verloren. Und ja, jetzt schaut man sich halt dumm an. Man hat die Chance verpasst, auf den WAC wirklich aufzuschließen. Ja, jetzt muss man natürlich schauen, was macht die Konkurrenz. Auf jeden Fall war das für die Moral heute eine bittere Sache. Tut jetzt einfach weh, man ist verärgert, weil die Jungs, wie gesagt, von Anfang bis Ende nicht wirklich was angeboten haben. Und ja, das muss man erst mal sacken lassen. Also von dem her verziehen wir uns wieder nach Hause, weil es doch ein bisschen kalt heute ist. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Ihr schreibt mir natürlich wie immer in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinungen. Und natürlich, wenn euch die Videos gefallen, dann bitte liken, bitte teilen, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr versäumt. So, von dem her war es das dann jetzt aber auch schon wirklich von mir. Ja, bis zum nächsten Mal eben. Euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Wobei es, wie gesagt, heute wehgetan hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.